In der Vorweihnachtszeit veranstaltete der Freundeskreis Singende Quelle in der Bischofskirche in Mohács ein Adventsingen. Der Chor Singende Quelle aus Mohács, der Lerchenchor aus Gereslak, der Neue Rosenchor aus Kaposvár und das Duo Küchenmusi Somogy nahmen an dem Treffen teil. Heute Nachmittag beginnen wir um 15 Uhr hier in der Kirche in Mohács. Und es wird bei uns eine herrliche Adventssingen stattfinden. Es werden drei Chöre und ein Sängerduo hier auftreten und die Anwesenden Alle Auftretende haben hart gearbeitet, um sich auf den Adventsnachmittag vorzubereiten. Wir sind aus Gereslak gekommen, wir sind der Lerchenchor. Unser Chor wurde im Jahre 2007 gegründet. Damals waren wir noch so um die 25, heute leider nur weniger. Wir singen deutsche Volkslieder, ungarische Volkslieder, deutsche und ungarische Kirchenlieder. Zuerst haben wir nur bei Gottesdiensten gesungen, dann später in der Gemeinde bei feierlichen Angelegenheiten und später sind wir dann in verschiedene Dörfer gegangen, wohin wir gerufen worden sind. Wir waren einmal in Finnland bei der Partnergemeinde, einmal in Siebenbürgen bei einem Chortreffen und wir haben auch in Pitsch öfters gesungen bei den deutschen Gottesdiensten. Und was noch, viel Schönes haben wir schon erlebt mit der Gruppe zusammen. Kaposváról érkeztünk, wir vagyunk a Neue Rosenchor Kaposváról, a Kaposvári Német Nemzetiségi Egyesületnek a kórusa vagyunk. 2016-ban alakult újjá a kórus, mindössze 8 fővel, és majd meglátják önök, hogy most viszont 25-en állunk a színpadon. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyire kibővült a kórusunk, 25 fővel vagyunk most jelen. Vannak köztünk német nemzetiségű tagok, vannak olyanok, akik Németországból hazatelepültek Magyarországra, vannak igazi németjeink, tehát német állampolgárok, és nagyon szeretünk együtt időt tölteni. Minden kedden van próbánk, heti egyszer van időnk próbálni, örülünk annak, hogy a német hagyományokat ápolhatjuk. Unter den Chören, die auftraten, gab es einige, die schon seit mehreren Jahrzehnten tätig sind. Der Chor Singende Quelle existiert seit fast 30 Jahren. Das bedeutet, dass es ganz viele Mitglieder schon in der Stadt gehabt hat. Und es gibt auch Mitglieder, die seit 30 Jahren dabei sind. Der Chor hält seine Proben schon seit fast 30 Jahren im Deutschen Haus in Mohács, mittwochs um 16 Uhr, 18 Uhr. Und außerdem sind wir jedes Jahr dabei beim Schwabenball, da singen wir immer. Und wir sind bei den Veranstaltungen der deutschen Selbstverwaltung immer dabei und versuchen dann helfen und dann mitarbeiten mit dem Selbstverwaltung. Und schon seit mehreren Jahren singen wir in 5 Kirchen. Im November waren wir an der Deutschen Heiligen Messe in 5 Kirchen und dort können die Interessenten uns auch sehen. Und hier in der Gegend waren wir eigentlich überall, fast in jedem Dorf, haben wir Bekannte und bekannte Chöre. Das Repertoire der Chöre ist ähnlich. Sie sangen deutsche Lieder und Kirchengesänge. Neben bekannten Melodien versuchten sie auch neu erlernte Lieder zu singen. Wir haben sehr viel geübt. Wir haben versucht, solche Lieder zu suchen, die wir lieben, die wir neu erlernt haben, die wir neu gelernt haben. Und wir sind immer gespannt, weil es unsere größte Veranstaltung ist, eine von unseren größten Veranstaltungen ist. Und wir sind immer nervös, dass alles schön klappen soll, weil Weihnachten und Advent immer eine schöne Zeit ist, wo man eigentlich eine Erwartung für Schönes. Wir proben jede Woche einmal. Und da die Probe dauert so eine Stunde oder anderthalb Stunden, wir singen ja gern. Bei uns gibt es auch ein Adventssingen. Da laden wir immer verschiedene Chöre ein. Voriges Jahr war die Singende Quelle bei uns. Und wir singen halt gerne deutsche Lieder, die wir dann später auch bei dem Gottesdienst singen werden. Diese Treffen bringen Menschen zusammen. Sie haben eine wichtige kulturelle Funktion. Chöre können sich gegenseitig kennenlernen und ihre Mitglieder können Beziehungen aufbauen. Oft lernen sie Lieder voneinander.
denke, dass diese Veranstaltung sehr wichtig für unser kulturelles Leben. Wir haben hier die Möglichkeit, miteinander zu treffen, Freundschaften zu pflegen, eigentlich die Lieder füreinander, miteinander zusammen singen. Und man lernt auch sehr viele neue Lieder, neue Texte, weil es passiert oft, dass die schon bekannte Melodien mit ganz anderen Texten vorkommen und so können wir dann die Lieder neu lernen. Während eines solchen Treffens hatten nicht nur die Chormitglieder die Möglichkeit, Kultur zu pflegen. Auch die Öffentlichkeit konnte einen Einblick in die Musikkultur der Ungarndeutschen gewinnen. Es ist sehr wichtig, weil es eine Möglichkeit ist, für Kinder, für Erwachsene, ihre Kultur zu pflegen, Sprache zu pflegen und eigentlich miteinander zu sein. Die Organisatoren begrüßten alle Interessenten zu dem Chortreffen. Sie hielten es für wichtig, vor allem angesichts der bevorstehenden Feiertage ein besinnliches Kulturprogramm zu organisieren, dessen Niveau durch den Gesang der Chöre noch gesteigert werden konnte.